Hi, da bin ich wieder und zwar nicht alleine, sondern mit dem wunderschönen Michelangelo. Ja, schön ist so relativ, gell? So ein kleines Mumienmonster. Auf jeden Fall eine mega coole Figur. Schon in der Verpackung habe ich gedacht, mega cool. Schaut euch mal die Verpackungen an. Die sehen einfach nur genial aus. Ich packe ja alles aus und Verpackungen sind mir jetzt nicht so wichtig. Aber ganz ehrlich, diese Verpackungen, die haben es echt in sich irgendwie. Die sehen richtig cool aus. Ja, und so sieht das Ganze aus. Leonardo ist unterwegs, Donatello ist ja erst in der Vorbestellung, Splinter auch, genauso wie April O'Neil. Wobei ich hoffe, dass auch so ein gruseliger Shredder kommt irgendwie. Das wäre nicht schlecht. Ich meine, NECA hat schon einige coole Figuren rausgebracht und das ist doch kein Problem für NECA, dann noch so einen Monster-Shredder zu bringen irgendwie. Als was für ein Halloween irgendwie. Also was für ein Monster könnte Shredder gehen? Ich meine, da fallen mir viele Dinge ein. Es wäre für mich mega cool, wäre das auf jeden Fall. So, ich wollte euch mal kurz die Verpackungen zeigen, weil Leonardos Verpackung, so wie ich es gesehen habe, ist ja noch breiter. Aber hier, schaut mal, sind schon unterschiedliche Größen. Auch Leonardo soll doppelt so groß sein, bin ich echt mal gespannt. So, jetzt aber genug von den Verpackungen, denn wir wollen uns ja die Figuren anschauen. Genau, erstmal die Verpackung trotzdem nochmal. Die wunderschöne Verpackung von Michelangelo. Ich bin so aufgeregt. Ich kann gar nicht mehr gerade aussprechen, weil ich ihn echt jetzt endlich auspacken möchte. Aus den ganzen 100 Figuren, die ich bestellt habe, ist dieser Michelangelo die Nummer 1, die ich auspacken möchte. Und mein Werkzeug. So, und jetzt passiert's. Michelangelo kommt raus. Unsere kleine Mumie. Es gab ja zu den 80er, 90ern Turtle-Figuren, gab es die ja schon so als Mumie. Ich glaube auch Vampir. Mumie, Vampir, was war denn das noch? Wolf, glaube ich, oder so. Naja, auf jeden Fall gab es die schon. Ich habe die nie gehabt. Leider. Auch ich hatte nicht jeden Turtle damals. Ich habe nicht mal heute jeden Turtle. Es gibt ja echt mega viele Turtles, die alle hier voll zu haben. Mein Tisch ist noch voll. Ich habe nicht aufgeräumt. Die alle voll zu bekommen, ist ja echt mega viel. Oh, das sieht so putzig aus. Mit so einem Auge. Und hier das Grinsen vor allem. Das ist ja echt. Ja, sieht schon klasse aus. Fühlt sich auch klasse an. Da ist auch viel dran. So irgendwie nur Bandagen. Aber hier ist eine Kleinigkeit. Hier so ein bisschen. Sieht schon cool aus. Oh Gott, der hat voll die langen Füße. Unser kleiner Michelangelo mit austauschbaren Kopf. Keine austauschbaren Hände. Doch hier. Ach, stimmt ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist immer was ganz Neues. Hände gibt es echt viele. Ich habe hier so eine kleine oder eine mehrere kleine Accessoire-Kisten mir zugelegt. Also Werkzeug, kleine Werkzeugkisten, wo ich mein Zubehör aufbewahre. Und das meiste, was ich an Zubehör habe, sind Hände. Dann kommen Köpfe, dann Waffen und der Rest. Es ist echt viel, was man da an Händen immer hat. Manchmal frage ich mich so, oh, welche Hand gehört denn jetzt nochmal wohin? Weil die ja schon sehr identisch sind. Wir haben hier so eine, ist es eine Anaconda? Ist es eine Klapperschlange? Nee, na, mit dem Kopf hier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mega cool. Die fühlt sich richtig gut an. Die ist biegsam. Und es ist halt eine Schlange. Ich mag echte Schlangen gar nicht. Also ich würde mir eine echte Schlange. Ich habe schon mal eine echte Schlange auf den Arm gehabt. Aber da bin ich nicht so mutig. Ich traue den Schlangen nicht. Selbst wenn sie nicht giftig sind, hups, selbst wenn sie nicht giftig sind, werde ich sie mir nicht freiwillig irgendwie nochmal irgendwo auf den Arm oder auf den Kopf oder irgendwo hinsetzen. Und schon gar nicht um den Hals. Da haben wir so Bandagen. Mal gucken, wo die hinkommen. Wahrscheinlich hängen die da irgendwie so runter. Die sind zwar gut aus Gummi, aber ich würde sie jetzt nicht mehrmals biegen. Ich glaube, sonst brechen die. Sind einfach Bandagen, sind aber schön bemalt, haben auch eine schöne Struktur. Wo kommen die denn hin? Ach so, wenn der Michelangelo als Mumie die Hände so offen hat, dann hängen die so runter. Genial, nicht schlecht. So, jetzt holen wir halt die vier Hände raus. Immer dieser ganze Plastikmüll. Ich fühle mich mal ganz schlecht, wenn ich da den Plastiksack runterbringe und da sind dann drei, vier Plastiksäcke nur mit dem Plastik von meinen Figuren. Auch nicht so gut für die Umwelt, aber was soll man machen? Cool, das sind irgendwie so Fäuste, aber die Hände sind nicht so typisch, einfach nur als Faust so, sondern irgendwie so mal anders, mal einfach anders, ein bisschen anders versetzt. Und natürlich mit den Bandagen drumherum. Finde ich schon cool.
Sieht gut aus. Dann haben wir hier, also wir haben die Fäuste. Dann haben wir hier auch so natürlich greifende Hände. Das sind wohl so die Nunchucks. Das ist auch cool. Das ist schon eine gute Idee gewesen. Dann haben wir hier so die greifenden Hände, die auch was in die Hand nehmen können, so wie die Nunchucks. Oder wie nennt man die denn dann? Das sind ja jetzt nicht nur normale Nunchucks. Hey, das ist eine Kette. Cool. Also ich meine, es ist klar, es ist eine Kette, aber es ist eine richtige Metallkette. Das finde ich richtig cool. Das wirkt auch ein bisschen hochwertiger. Und ja, das sind halt die Nunchucks. Aber wie könnte man das dann jetzt nennen als Mumie? Ui, 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 ui. Richtig cool. Also sie sehen toll aus. Das oben ist halt Plastik und das ist Metall. Finde ich richtig cool. Gut. Cool und gut zusammen. Cool. Also die Mischung aus Plastik und Metall finde ich cool. Und dann nochmal so Gummi, bisschen Material her. Ja, ist schon mal eine tolle Sache. Stoff finde ich auch immer mega cool an Figuren. So, jetzt muss noch der Kopf raus. Das finde ich wiederum nicht cool, dass ich jetzt das Gummi hier durch den Plastik ziehen muss und Angst haben muss, dass da was kaputt geht. Ein mega langes Bandana. Finde ich gut, dass es nicht so wie ist wie bei den NECA-Movie-Figuren, dass alle gleich sind in einer Position, dass die wirklich auch mal jetzt anders sind. Finde ich ganz cool. Da guckt er mit großen Augen, die Haut ist aufgerissen. Wäre auch cool, wenn er den Mund hier öffnen könnte. Aber, oh mein Gott, der hat sogar ein Loch im Kopf. Gruselig. Und hier auch ein bisschen abgefranst, das Bandana. Das sieht cool aus. Also das sieht echt, wobei die Augen sind echt so mega groß offen. Das sieht richtig gut aus. Auch hier, guck mal, da hat ein Kopf im Loch, ein Loch im Kopf, so rum, Kopf im Loch. Mega cool. Gefällt mir ganz gut. Und jetzt kommt der Michelangelo. Oh, ich muss noch ein bisschen was. Ich mag diese Dinger nicht, wirklich nicht. Dieses ständige Abknipsen, das ist doch schon fest genug drin. Das hätte mir gereicht, wenn das so ist. Wobei man weiß nicht, bei dem ganzen Transport hat ja einen etwas längeren Weg, wie es dann ausgesehen hätte, ob er dann wirklich noch in der Position drin wäre. Mir wäre es egal, weil ich hätte ihn ja eh ausgepackt. Aber für alle, die ihn drin lassen wollen, die haben dann ihn vielleicht verkehrt drin oder so. Ja. So. Oh, der Kopf ist ein bisschen locker, schaut mal. Aber vielleicht muss das so sein. Der ist mir ein bisschen locker irgendwie. Gucken wir uns gleich mal an. Also bewegen kann man ihn nach oben und so. Das ist ja cool, er hat ja voll die Bewegungsmöglichkeit. Man muss ein bisschen schauen wegen dem Bandana. Das ist sehr lang, es hängt so runter. Ich finde das richtig schick irgendwie, wenn es so runterhängt. Kann man aber auch zur Seite drehen. Ja, man kann es zur Seite drehen und dann hat er nämlich auch dann. Nee, kann den Kopf trotzdem nicht höher. Okay, ich habe gedacht, dass das ein bisschen daran hindert. Was ganz cool ist, er hat hier die Koffer. Der Kopf ist ja ein bisschen locker irgendwie. Keine Ahnung warum. Vielleicht soll das auch so sein. Er hat oben die Bewegung und er hat hier noch am Hals unten hat er noch die Bewegung, sodass er komplett runtergucken kann. Das finde ich richtig toll. Oh, der Panzer sieht gut aus. Der Panzer sieht richtig gut aus. Er hat da auch so Markierungen und vieles reingeschlitzt. Finde ich richtig toll. Sieht richtig gut aus. Er kann auch richtig so nach oben gucken. Auch ein sehr schönes Gesicht. Die Bemalung und das Ganze sieht ja mega aus. Auch hier so das Geritzte. Dann die Punkte hier. Der Mund, der hier so. Ja, da so diese Altersstriche oder wie man das nennt. Das sieht richtig cool aus. An sich ist es, glaube ich, der Körper und die Figur wie von den Movie, der Movie Turtles. Er hat auch mega lange Beine, oder? Bilde ich mir das ein? Hat er nicht etwas größere Füße? So Plattfüße? Auch hier der Gürtel, der ist so aus Gummi. Der hat auch ganz schöne Verzierungen hier. Das finde ich richtig schick. Aber schaut euch mal den Panzer an. Der sieht gut aus. Und vor allem, das da hier ist einfach nicht drüber gemalt oder geklebt. Das ist einfach gummihaft. Und das ist einfach wunderschön gemacht. Das harmoniert voll miteinander. Wie putzig, da hat er hier die Bandagen und selbst unter der Haut, hinterm Panzer hat er noch die Bandagen. Das sieht richtig cool aus. Aber der Panzer sieht richtig schick aus. Richtig schön verziert. Das sieht richtig gut aus. Hier als Mumie. Eine richtig tolle Figur, muss ich sagen. Auch hier, guck mal, dass es hier bei dem Knie nochmal die Bandage so ein bisschen drüber hängt. Das so ein bisschen drüber klappt. Das finde ich auch sehr, sehr cool, finde ich das. Bewegungspunkte ganz klar, hat auch hier doppeltes Kniegelenk, auch hier der Fuß bewegt sich, das sieht alles sehr schön aus, auch schön gemacht. Hände natürlich, ganz normale Bewegungspunkte, auch hier doppelt,
doppeltes Ellenbogengelenk und hier die Hände sind beweglich, hier hängt halt die Bandage. Also im Großen und Ganzen ein wunderschöner Turtle. Auf jeden Fall. Auch drunter, cool, auch hier der Brustkorb, der ist ja normalerweise viel heller, ist da hier ein bisschen dunkler und hat so ein bisschen Struktur. Finde ich mega schön. Eine mega coole Figur. Jetzt will ich mal ganz kurz das ausprobieren mit den Bandagen. Ob das wirklich so ist, wie ich dachte oder wie ich denke, dass es so runterhängt. Das ist doch cool. Also echt, der gefällt mir auch so von der Handhabung so, von den schönen Panzer und das Ganze. Einfach nur ein wunderschöner Turtle. Wunderschön. Sehr cool. So, jetzt wollen wir das ausprobieren. Wir wollen ausprobieren. Erstmal Kopf tauschen. Das war okay. War nicht so schwer. Das war noch besser. Irgendwie sieht es auch schon so. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, den Blick. Ich finde den Kopf hier, auch wenn es nur ein Auge jetzt zu sehen ist, den Kopf finde ich irgendwie hübscher. Aber das ist Geschmackssache. Das ist alles Geschmackssache. So, jetzt. Und hier, glaube ich, hat man da Platz ein bisschen. Ja, da ist so eine kleine so eine kleine, wie nennt man das? So ein bisschen Platz. So ein bisschen Platz, ich glaube, damit man die Nunchucks reinpacken kann. Das ist echt gut mitgedacht, dass man die hier mitpacken kann. Wunderschön. Aber ich will sie jetzt in die Hand nehmen können. Und die Schlange müssen wir irgendwie noch dran bekommen. So, hier einmal. Also der Michelangelo ist echt eine coole Figur. Ich mag den Raffi auch, aber der Raffi ist ein bisschen steifer, so von den Gelenken, so generell von den Bewegungen. Der Michelangelo ist so ein bisschen beweglich. Michelangelo ist einfach putzig, muss man einfach sagen. Das ist einfach eine putzige Kreatur hier, jetzt in dem Fall eine Mumie. Eine putzige. So, muss man aufpassen. Wir sind im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll. Beim Raffi. Das sei gebrochen an der Seite. Ich wollte es in die Hand nehmen. Da dachte ich mir, nein. Man kann es kleben, aber es ist halt immer blöd, wenn man was kleben muss. Dann hält es auch nicht mehr so genau. Das ist ein bisschen, ja. Da ist nicht so eine Ecke, die ein bisschen leichter kaputt geht. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Sieht das nicht cool aus? Nunchucks. Mega coole Figur, sage ich euch nur. Ich freue mich gleich mit dieser Figur rauszugehen und Fotos zu machen. Michelangelo. Ach, was ich auch ganz cool finde, das habe ich jetzt gerade gesehen, unter den Füßen wird einfach das, wenn die Bandagen einfach weitergeführt. Sowas finde ich mega cool, dass Farbe oder halt eine ja, so wie jetzt hier die Bandagen oder irgendwas, nur weil man es hinten oder unten nicht immer sieht, einfach aufhört. Ich finde es richtig hochwertig, wenn es einfach weitergeht und so realistisch aussieht. Finde ich mega cool. Auf das Loch im Kopf komme ich irgendwie nicht klar, der Arme. Ich glaube, ich klebe mit einem Pflaster oder so drauf. Wäre auch schräg, wenn da so Würmer oder so rauskommen, gell? Aber ja. Aber auf jeden Fall eine mega coole Figur, kann ich nur sagen. Also ich bin echt positiv, sehr positiv überrascht über Michelangelo. Ich finde ihn einfach nur genial. Also es ist echt eine so coole Figur. Passend jetzt auch zu Halloween. Und zu Weihnachten kriegt er eine Weihnachtsmütze und einen, keine Ahnung, Weihnachtsschal oder so. Dann wird das schon. Was richtig cool wäre, ist, wenn jetzt Necker so einen Sarg hier so hätte, so der Mumie. Nicht einfach nur einen einfachen Sarg, sondern wie von den Mumien halt. Wie heißt denn das? Sondern zu den, na, wer war in den Pyramiden immer die. Ah, Pharaonen, genau. Und dass man den da so reinlegen kann, hinstellen kann. Vielleicht bastel ich mal sowas. Aber ich habe mittlerweile so viele Dinge vorzubasteln, dass ich da wahrscheinlich gar nicht dazu komme. Aber das wäre schon cool. Das wird richtig cool aussehen, so im Regal. Ja, also ich muss sagen, die Figuren jetzt hier, viermal Neckar mal wieder, die sind schon richtig cool. Also mir persönlich gefallen die sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf Leonardo, der bald kommen wird. Die Verpackung ist ja ein bisschen größer und hat ja auch seinen Buckel hinten. Das braucht ja Platz, auf den freue ich mich auch sehr. Vor allem, weil man den Panzer hinten öffnen kann und Sachen reinstecken kann. Und natürlich ist es dann ein Mega-Bild, aber wahrscheinlich erst zum nächsten Jahr Oktober, wenn man dann alle beisammen hat. Also mit Donny, mit Splinter und mit Eble und Neil. Das wird ein gesamt mega cooles Bild. Und vielleicht haben wir Glück und es ist zwar nicht angekündigt, aber dann kommt da so ein Horror-Shredder mit Bebop und Rocksteady irgendwie.
Das wäre schon eine coole Sache. Der Panzer, der ist einfach umwerfend. Ich glaube, davon muss ich noch Fotos machen und in Facebook reinsetzen oder TikTok, weil der so cool ist. Das muss man mal gesehen haben. Ein richtiges kleines Kunstwerk. So, das war's jetzt erstmal, denn es geht bald weiter. Ich glaube, mit den Gremlins oder Turtles, ich kann mich nicht entscheiden. Aber Gremlins ist mal so ein bisschen Richtung Weihnachten eher für mich. Da habe ich ja noch einen Monat Zeit. Ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal und wir sehen uns zu den nächsten Figuren. Bis dahin, bye bye.